Hi Leute! Hi! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kathi und Kathi! Ja, wir haben heute unsere 10 liebsten DM- bzw. Drogerieprodukte rausgesucht und ja, die wollen wir euch heute mal vorstellen. Und bevor wir damit jetzt auch direkt loslegen, möchte ich noch jemanden grüßen, der nämlich die Glocke aktiviert hat. Und zwar Spooky Antonia! Genau, und vielen Dank, dass du dabei bist und immer fleißig meine Videos schaust. Und jetzt würde ich sagen, starten wir mit dem Video und ganz viel Spaß! So, Kathi, du hast jetzt die große Ehre und darfst dein erstes Produkt vorstellen. Ja, mein erstes Produkt ist die Hydra Bomb Tuchmaske von Garnier. Und zwar liebe ich die. Die gibt nochmal so einen richtigen Kick, wenn man ultra trockene Haut hat. Und das habe ich immer, vor allem jetzt, wo der Winter kommt. Voll angenehm und den Rest kann man auch richtig einmassieren noch. Ja, die habe ich auch schon mal benutzt. Die ist echt super. Cool, dann mache ich mal direkt weiter mit meinem ersten Produkt, was ich euch vorstellen möchte. Und zwar ist das eigentlich schon ein sehr alter Favorit von mir. Aber ich werde euch gleich erklären, warum es jetzt wieder ein neuer Favorit ist. Und zwar ist es die L'Oreal Perfect Match Foundation. Die gibt es nämlich jetzt neuerdings auch in helleren Nuancen. Jetzt schon ein paar Monate, aber für mich ist das noch neuerdings. Früher hatte ich die immer in einem dunkleren Farbton. Hat das halt nie gut gepasst. Aber ich fand die Foundation an sich immer schon richtig, richtig gut. Und jetzt gibt es die in meiner Farbe. Das ist die Farbe 1.5.N. Und die hält einfach den ganzen Tag. Wenn ich die Foundation nehme, dann weiß ich, dass ich am Abend einfach immer noch perfekte Haut habe, dass das immer noch super aussieht. Mhm. Man fettet dann nicht durch, also man muss auch nicht häufig nachpudern oder so. Kann ich absolut empfehlen. Gut, als nächstes habe ich 2 Augenbrauenprodukte. Also ich habe mir jetzt 2 genommen, weil das ja... Nimmst du immer zusammen. Ja, nehme ich immer zusammen. Und das sind, glaube ich, auch Favoriten von dir früher. Auf jeden Fall. Immer. Ja. Also, das ist einmal der Essence Eyebrow Designer in der Farbe Blond oder Soft Blond eher gesagt. Findest du Blond oder Soft Blond? Soft Blond ist bei mir besser. Hm, okay. Blond ist irgendwie so ein bisschen rotstichig. Ja, Blond ist, glaube ich, so ein bisschen gelblicher und Soft Blond ein bisschen gräulicher. Ja, Soft Blond nehme ich immer. Und Make Me Brow. Ich glaube, Essence will den aus dem Sortiment nehmen, oder? Ich habe da irgendwas gehört. Keine Ahnung. Deswegen habe ich mir den jetzt 4-mal gekauft. Echt? Ja. 4-mal? Ja. Weil ich so Angst hatte, aber der ist immer noch da. Deswegen, den finde ich auch richtig gut. So, und mein nächstes Produkt, was ich euch zeigen möchte, ist ein neuer Favorit. Die habe ich nämlich jetzt neu für mich entdeckt und ich hoffe, wir gehen gleich, wenn wir noch ein bisschen in die Stadt fahren, mal eben in DM, weil ich möchte mir noch mehr Farben davon kaufen. Und zwar ist das der Maybelline Superstay Matte Ink Liquid Lipstick. Ich habe jetzt hier die Farbe 05 Loyalist. Und das ist einfach, wie gesagt, ein Liquid Lipstick, der trocknet dann auf den Lippen matt und hält so übertrieben lang. Mhm. Den kriegst du nicht ab. Also das ist teilweise halt auch ein bisschen blöd, weil du kriegst den mit normalen Abschminktüchern oder so kaum ab. Da musst du schon echt über die Lippen rum. Dann tun die Lippen echt mega weh. Also du brauchst halt was Ölhaltiges, dann geht es. Aber das ist halt auch mega gut, wenn du wirklich den ganzen Tag Lippenstift drauf haben möchtest, der nicht abgeht. Die kann ich absolut empfehlen. Sind super Teile und ich werde mir jetzt auf jeden Fall noch ein paar weitere Farbnuancen kaufen. Aber ich finde es auch cool, dass die so eine helle haben, weil ganz häufig haben die Liquid Lipstick Hersteller immer nur so dunkle Farben. Ja, gerade für uns Weißgesichter ist das dann manchmal ein bisschen dunkel. Ja. Okay, heute habe ich so schwarze Lippen. Aber ja, schöne Farbe ist das auf jeden Fall auch. Ja. Als nächstes habe ich in der Drogerie von Pantene Pro wie ein Mizellenreinigungs- und Nährpflege Spray gefunden, ohne Silikone. Jetzt gibt es schon Mizellenzeugs für die Haare, ne? Ja, fand ich auch komisch. Also auf jeden Fall interessant. Ja. Und ich finde, das riecht richtig, richtig gut. Oh, das riecht richtig frisch. Hm. Riecht echt voll gut. Ja. Das erinnert mich an irgendeine Frucht oder so. Steht das hier irgendwie drauf? Guck mal. Auf jeden Fall fand ich das super, weil ich immer recht trockene Längen habe. Und das macht die richtig schön kennbar, vor allem nach dem Waschen. Kann man in nasses und in trockenes Haar tun. Fand ich richtig cool. Ja, nicht schlecht. Ja. Muss ich auch mal ausprobieren. Wenn wir schon mal bei Haaren sind, mache ich auch direkt weiter mit einem Shampoo. Und ich habe tatsächlich mal ein Favoriten-Shampoo, weil ich das echt super finde. Und das ist von Botanicals, das ist auch von L'Oreal. Geranie Glanzritual Shampoo für glanzloses oder koloriertes Haar. Ohne Silikone, ohne Parabene und ohne Farbstoffe. Also zuallererst finde ich besonders gut an diesem Shampoo den Geruch. Muss man riechen. Hier, warte, ich mach es dir auch. Weil ich habe zum Beispiel gar keinen Shampoo-Favoriten. Das hat halt... Oh, es riecht echt gut. Scheiße. Kacke. Das hat halt einen sehr starken Geruch. Vielleicht auch jetzt nicht so 0815-Shampoo-Geruch. Mhm. Das riecht halt wirklich
ja, nach Geranie, wenn man weiß, wie Geranien riechen, vielleicht ja so. Auf jeden Fall riechen die Haare danach auch noch sehr lang nach diesem Duft. Aber ich finde auch das Shampoo an sich wirklich gut und ich finde es auch gut, dass hier keine Silikone und so drin sind. Die Haare fühlen sich dann richtig gut danach an. Ja, und hier ist auch viel drin. Ist natürlich aber auch teuer. Aber immerhin hat man 400 Milliliter. Ja gut, dann lohnt sich das ja auch. Ja, also, und ich finde es auch übrigens gut, dass das so einen Pumpspender hat. Ich hasse das auch, dieses Aufknacken und sich dann der Fingernägel ab oder so. Ah, aber hier kann man einfach dann drauf drücken. Finde ich echt super. Der beste Nagellack ist für mich der von Essie und zwar die Farbe Fidschi. Ich liebe den, der sieht so frisch und natürlich aus. Und eigentlich ist es eher so ein Sommer-Frühlingshafter. Aber ich finde den immer klassisch, immer passt zu allem. Und immer Arsch in den Fuß, ne? Ja. Warum sehen meine Socken so eklig aus? Wir fangen nochmal über an. Ja, auf jeden Fall. Den finde ich am allerbesten. Richtig, braucht man nicht viel zu sagen, glaube ich. Ja, den schön. Kennen auch, glaube ich, richtig viele Leute. Ja, also wenn man einen Nagellack von Essie braucht, dann den. Auf jeden Fall. Ich habe schon zwei Packungen davon. Ja, ich auch. Auch dieses Produkt ist wieder ein neuer Favorit von mir. Habe ich noch nicht so lange, aber seit ich es habe, nutze ich es jeden Tag. Und zwar ist es diese Contour Cream Highlight und Contour Palette von NYX. Und hier nutze ich, um ehrlich zu sein, aber auch wieder nur den Konturton. Ich weiß nicht genau, was man mit denen macht. Das eine soll ein Highlighter-Ton sein und ich weiß nicht, was man, ist das eine Foundation dann oder so? Keine Ahnung. Bin mir nicht sicher. Ich nehme auf jeden Fall diesen Konturton, das ist halt ein cremiger und das trage ich dann immer mit einem Pinsel auf und konturiere damit mein Gesicht und das funktioniert so gut. Das wird überhaupt nicht fleckig und ja, ich weiß auch nicht. Die Farbe ist auch richtig schön, nicht zu aschig, aber auch nicht zu warm oder so. Also damit kann man richtig schön konturieren, gerade wenn man auch ein heller Hautton ist. Ich habe jetzt hier auch die Farbe Light, den gibt es aber noch in Medium und auch in Dark. Also falls ihr dunkler als ich seid, könnt ihr da auch eure Farbe finden. Ja, und damit konturiere ich im Moment immer mein Gesicht. Super. So, mein allerletzter Favorit ist ein Micellenwasser von Garnier. Natürlich Micellenwasser. Du liebst Micellen, ne? Ja, ein kleines bisschen Micellen. Nein. Was sind eigentlich genau Micellen? Irgendwelche Mikropartikel, die dann, wer weiß, was Tolles tun. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, was das genau ist. Müsste ich jetzt auch nachlesen. Der neueste Schrei auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall hatte ich eigentlich eins von L'Oreal. Das haben die leider aus dem Sortiment genommen. Finde ich sehr, sehr schade. War ich überglücklich mit. Aber ich habe ein neues gefunden und zwar das hier. Und das ist auch richtig gut für wasserfestes Make-up. Das entfernt auch alle Klebereste und alle Eyeliner-Reste und so. Das Einzige, was mich an dem Produkt stört, ich habe das nämlich auch, ist, ja, da haben wir gerade schon drüber geredet, und zwar, also diese Phasen, die trennen sich einfach sofort wieder. Man muss eigentlich ständig schütteln und das finde ich ein bisschen blöd, dass das nicht länger verwischt bleibt. Aber das ist ja mal auf hohem Niveau. Ja, also ist auf jeden Fall richtig gut. Und danach hat man so ein ganz frisches Gesicht. Das macht auch alles Make-up weg. Ich benutze das auch richtig komplett zum Abschminken, ohne Abschminktücher einfach. So, und mein letzter Favorit ist einfach mal noch ein Lippenprodukt, weil ich ja Lippenstifte und so liebe, wie ihr wisst. Und zwar ist das tatsächlich einfach ein Lippenstift von Essence, den ich einfach so häufig im Alltag trage. Das ist die Farbe Matt 02. Ich hoffe, den gibt es auch noch. Also, ich meine schon, aber wer weiß. Das ist einfach so ein... ja, Nude-Rosenholzton, der einfach immer passt. Den kann man immer tragen. Der ist halt auch relativ matt. Jetzt nicht richtig krass matt, aber jetzt auch nicht glänzend oder so. Der hält auch ziemlich lang auf den Lippen, was auch super ist. Und den habe ich immer so in der Handtasche mit, wenn ich zwischendurch genau, bisschen also, Pflege, bisschen Lippenfarbe. Ne? Das ist so mein Go-To-Lippenstift im Moment. Ja, wir würden uns freuen, wenn ihr uns in den Kommentaren hinterlasst, welches euer Lieblingsprodukt aus dem DM ist, damit wir so ein bisschen neue Anreize haben und vielleicht auch mal ausprobieren können. Genau, ja, kann man mal durchlesen und dann kann man nochmal was Neues ausprobieren. Ja, und ansonsten, wenn euch ein Video mit Kathi zusammen gefallen hat, dann lasst uns doch gerne einen Daumen nach oben da, dann können wir das auch bestimmt nochmal häufiger machen, weil das ist eigentlich immer schön, ne? Also wenn du Bock drauf hast, ne? Du musst! nein, also ja. Und ansonsten verlinke ich natürlich wie immer auch hier unten meine letzten beiden Videos. In der Mitte könnt ihr meinen Kanal abonnieren, um kein Video zu verpassen. Und dann wünschen wir euch noch einen wunderschönen Tag. Tschüss! Ciao.